in Euskirchen die Kuchenheimer für eine Ortsumgehung. Viele Autos und noch viel unangenehmer Lastwagen quälen sich auf der B56 mitten durch den Ort. Aber Pustekuchen, auf diese Erleichterung müssen Sie weiter warten. Dafür wird jetzt der Dorfplatz rund um die Kirche schick gemacht. Das aber finden viele völlig überflüssig und laufen Sturm dagegen. Die B56 quer durch Kuchenheim, eigentlich ist sie das große Ärgernis. Aber Verkehrsberuhigung ist nicht in Sicht. Dafür buddelt die Stadt Euskirchen ab Januar den eigentlich intakten Kirchplatz um. Das will die Interessengemeinschaft Kuchenheim verhindern. Der Bereich hier ist nur schlecht gepflegt gewesen und seitens der Stadt vernachlässigt. Es ist einfacher, augenscheinlich zu sanieren, indem man alles einfach erneuert, als zu pflegen. Inzwischen organisieren sie jeden Montagabend eine Demo, um den Kirchplatz mit seinen alten Bäumen zu erhalten. Denn diese sollen bei den Umbauarbeiten weichen. Nicht nur das ärgert viele Anwohner. Ich finde es als ungeheuer absurd, dass wir in einem Ort, in dem es um die verkehrliche Entlastung dieser Straße ging, die ja der Anlass des Ganzen war, jetzt eine Freitreppe bekommen sollen, auf der wir sitzen sollen, auf 4 Betonstufen, um auf dieses Desaster zu gucken. Wir sprechen mit dem Euskirchener Tiefbauamt. Leiter Bernd Kuballa will den Kirchplatz ab Januar umbauen lassen, obwohl... Der ist in Ordnung, das ist richtig. Ich sprach davon, dass man ein altstadtgerechteres Ambiente mit mehr Aufenthaltsqualität schaffen wollte, möchte und auch den barrierefreien Zugang zur Kirche selber dann ermöglicht durch eine Ramp. Nicht nach den heutigen gängigen technischen Standards. Dann sollen also diese Rampen nicht ausreichen? Anscheinend geht es hier doch um etwas ganz anderes. Dadurch, dass wir eine städtebauliche Aufwertung machen, hoffen wir auch da und gehen auch davon aus, dass sich das ganze Umfeld auch entsprechend ändert. Also erst den Ort aufhübschen, um dann mit Geld vom Land die B56 zu verlegen? Die Anwohner jedenfalls finden, dass hier schnell was passieren muss. Diese Straße hat nur eine Ampel. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer lang, eine einzige Ampel. Ort, keinen einzigen Zebrastreifen. Wo man kreuzen kann. Hier laufen Leute mit Rollatoren rum. Hier ist eine ältere Dame, die ist blind mit Rollator. Die rennt blind über diese Straße. Viele Anwohner sind sauer. Ein neuer Kirchplatz ist für sie nur sinnvoll, wenn auch die Bundesstraße davor verkehrsberuhigt wird. Da vermute ich allerdings,